Hallo und herzlich willkommen zu einem potenziellen Klausurthema, nämlich Vertiefung von Zahlen in Java. Diese Übersicht haben wir schon gesehen. Das sind die primitiven Datentypen in Java und die oberen Beispiele für primitive Datentypen sind die Zahlen, ganze Zahlen, gebrochene Zahlen. Wir beginnen erst einmal mit den ganzen Zahlen und kommen dann später zu den gebrochenen Zahlen. Vorab müssen wir noch einmal ganz kurz aus Schulstoff, aus der Mathematik zurückgreifen, werden wir auch nicht unbedingt vertiefen. Sie wissen, das System, in dem wir mit ganzen Zahlen typischerweise arbeiten und rechnen, das Dezimalsystem zur Basis 10, ist nur ein System unter beliebig vielen. Für jede einzelne Zahl als Basis größer als 1, also 2, 3, 4 und so weiter, können wir völlig alles analog machen. Wir können Zahlen analog bilden und wir können damit völlig analog rechnen. Sie sehen also hier, die 107 im Dezimalsystem ist ja nichts anderes, als wenn wir jetzt hier das Ganze zerlegen nach den Potenzen von 10. Die 10 hoch 3 passt nicht in die 107 hinein, sondern mit 10 hoch 2 beginnen wir. Einmal 10 hoch 2 passt rein. Der Rest ist die Zahl 7, das heißt also zweite Stelle 0. Die einer Stelle ist 0. Und die Nullerstelle, 10 hoch 0, bleibt 7 übrig. Und genau dasselbe können wir mit derselben Zahl, ich nehme einfach hier überall dieselbe Zahl als Beispiel her, genau dasselbe können wir nach jeder anderen Basis machen. Die 2 hoch 7 passt in die 107 nicht mehr hinein, denn 2 hoch 7 ist ja 128, aber die 2 hoch 6, 64 passt hinein. Einmal passt sie hinein. Dann passt danach in den Rest die 32 nochmal hinein. Die 16, 2 hoch 4 passt nicht hinein, also haben wir dann hier nach den ersten Einsen eine 0, aber die Dreierstelle, die passt dann in den Rest wieder hinein, deshalb eine 1. Zweierstelle passt nicht hinein, eine 0 und dann nochmal auf der einer Stelle und der Nullerstelle jeweils eine 1. Und das ist dann im Dualsystem, im Binärsystem die Zahl, die 107 im Dezimalsystem ist. Dasselbe können wir natürlich machen mit dem Vierersystem oder auch mit dem Dreiersystem. Brauchen wir jetzt nicht im Detail durchzugehen. Was hier noch interessant ist, wir können auch eine Basis hernehmen, die größer als die 10 ist. Können wir uns aber natürlich nicht einfach mit den Ziffern 0 bis 9 einfach behelfen, sondern wir brauchen weitere Ziffern und es ist allgemeiner Standard, da man eigentlich typischerweise nur das 16er-System also nur die 16 als Basis betrachtet, die größer als 10 ist, ist es allgemeiner Standard, dass dann nach den Ziffern 0 bis 9 dann Großbuchstaben im Alphabet als Ziffern kommen, also A, B, C, D, E, F. F steht dann für 15, A steht für 11. Ich hatte ja eben eingangs gesagt, nicht nur die Darstellung von Zahlen wird in den einzelnen Systemen analog gebildet, wie wir es eben auf der letzten Folie gesehen haben, sondern auch das Rechnen mit Zahlen ist völlig analog. Wir betrachten hier nur beispielhaft mal Addition und Subtraktion. Das reicht für unsere weiteren Belange. Hier sehen Sie linke Seite Addition im Dezimalsystem und Subtraktion im Dezimalsystem und hier dieselben Zahlen im Dualsystem im Binärsystem. Also Dualsystem und Binärsystem sind nicht völlig synonym, aber für unsere Zwecke können wir sie hier als synonym erstmal behandeln. Und die Logik ist dieselbe, zum Beispiel mit Übertrag. Hier 3 plus 7 ergibt 0, Übertrag 1, so wie hier 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1, sodass hier wieder 1 und 1, 0, Übertrag 1 ergibt und so weiter und so fort. Details brauchen wir uns jetzt hier nicht anzuschauen. Diese Folie hatten wir schon in einem sehr frühen Video gesehen zu Zahlen in Java ohne Vertiefung. Jetzt sind wir halt hier bei der Vertiefung. Sie sehen auch im systematischen Durchlauf hier oben rechts kommt diese Folie recht früh. Da hatten wir schon alles Wesentliche für den Umgang mit diesen Datentypen dazu gesagt, dass diese Definitionsbereiche der einzelnen Datentypen, worauf man da achten muss, brauchen wir jetzt hier nicht weiter zu wiederholen. Hier in diesem Video schauen wir uns an, wie diese unter anderem, wie diese Definitionsbereiche zustande kommen. Wir hatten bei der Gelegenheit auch schon gesehen, dass wir uns diese Grenzwerte, also die größten und kleinsten darstellbaren Zahlen in jedem dieser Datentypen, dass wir uns die nicht merken müssen, dass wir die auch nicht nachschlagen müssen, sondern wenn wir in einem Java-Programm mit diesen Werten umgehen wollen oder müssen, dann können wir da einfach diese Klassenkonstanten der Wrapper-Klassen einfügen.
Auf dieser Folie sehen Sie, wie in jedem dieser primitiven Datentypen für ganze Zahlen die nicht negativen ganzen Zahlen dargestellt werden. Nicht negative Zahlen heißt, also bei ganzen Zahlen, die 0, die 1, die 2 und so weiter bis zur größten darstellbaren Zahl. Und Sie sehen hier das einfache Schema, das wir genau aus dem Dualsystem aus der Schule kennen. Nehmen wir zum Beispiel mal Datentyp Byte her, der hat 8 Bit, das heißt also, hier sind 6 Bit dargestellt, dazwischen fehlen noch 2. Bei den anderen Datentypen fehlen hier entsprechend mehr als nur diese 2 Bit, abhängig davon, wie viele Bit der einzelne Datentyp zur Darstellung hat. Und Sie sehen hier, wie es dazu kommt, dass die größte darstellbare Zahl bei Byte die 127 ist. N ist 8, 8 Bits. N minus 1 ist 7, 2 hoch 7 ist 128, minus 1 ist die 127. Das ist die größte darstellbare Zahl in Byte, analog in den anderen größeren primitiven Datentypen für ganze Zahlen. In allen diesen primitiven Datentypen für ganze Zahlen werden diese ganzzahligen Werte immer in Binärdarstellung gespeichert, wie wir das eben für die nicht-negativen Zahlen gesehen haben. Aber wenn Sie jetzt einen solchen Wert ausgeben, zum Beispiel auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker, dann erscheint, wenn Sie an den Voreinstellungen nichts ändern, typischerweise eine Dezimalzahl. Das heißt also, zum Ausgeben muss die Binärdarstellung in Dezimaldarstellung umgewandelt werden. Der Algorithmus dafür ist eigentlich allgemein bekannt, haben Sie vielleicht auch in der Schule gesehen. Wir schauen uns nur den abstrakten Algorithmus an, wie das in Hardware, Software umgesetzt ist. Ob das 1 zu 1 dasselbe ist oder doch ein bisschen anders, das interessiert uns hier nicht weiter. Für uns geht es nur ums Prinzip und dafür reicht der abstrakte Algorithmus. Der basiert darauf, dass schon mal irgendwo, zum Beispiel in einem Array, die Bitmuster für die ganzen Zehnerpotenzen hinterlegt sind. Für 10 hoch 0, 10 hoch 1, 10 hoch 2 und so weiter. Und jetzt nehmen wir uns irgendeine Zahl her, die wir ausgeben wollen, zum Beispiel die Dezimal 109, das ist die Binärdarstellung davon. Jetzt in unserem abstrakten Algorithmus, den Sie vielleicht in der Schule gesehen haben, würden wir erst als erstes mal schauen, was ist die größte Zehnerpotenz, die da noch hineinpasst. Das ist die 10 hoch 2, die 100. Dieses Bitmuster ist kleiner gleich diesem Bitmuster. Dann dividieren wir dadurch, da das die größte Zehnerpotenz ist, die da hineinpasst, muss hier eine Zahl rauskommen, die dezimal zwischen 0 und 9 ist. Das ist in diesem Fall die 1 und das heißt, die 1 ist die erste Stelle in der Dezimaldarstellung dieser Zahl, die wir hier als Binärdarstellung eingegeben haben. Dann für die weitere Berechnung brauchen wir den Rest, also konkret 109 modulo 100, bleibt die 9 natürlich als Rest übrig. Und mit der machen wir dann weiter, schauen nach. Die nächst kleinere Zweierpotenz, das ist also, Zehnerpotenz, das ist also 10 hoch 1. Was passiert, wenn wir dadurch dividieren? Kommt eine 0 heraus, das heißt also die nächste Ziffer, die wir hier in der Dezimaldarstellung angeben müssen, ist die 0. Machen dasselbe nochmal, bekommen dann eine 9 heraus und das ist dann das Gesamtergebnis in Dezimaldarstellung. Ich habe jetzt damit noch nicht genau erklärt, wie man von dem Bitmuster für Zahlen 0 bis 9 dann tatsächlich auf die Unicode-Zeichen 0 bis 9 kommt. Das geht aber ganz einfach. Hier sind die Unicode-Zeichen, die Bitmuster für 0 bis 9. Das sind die Bitmuster für die Zahlenwerte, für die ganzzahligen Zahlenwerte 0 bis 9. Wie kommt man von der Seite zu der Seite? Na, ganz einfach, indem man diese beiden Bits hier von 0 auf 1 setzt. Dann kommt die Unicode-Darstellung der einzelnen Ziffern heraus. Umgekehrt wollen wir natürlich Daten, Zahlenwerte in Dezimaldarstellung eingeben. Die müssen dann natürlich intern umgewandelt werden in Binärdarstellung. Auch hier ist der Algorithmus wieder ganz einfach. Wieder hinterlegt Binärdarstellungen der Zehnerpotenzen. Und wenn wir jetzt hier schauen, diese Zahl, die ich als Beispiel genommen habe, hat 4 Ziffern. Das heißt also 3 mal 10 hoch 3 haben wir hier. 8 mal 10 hoch 2 haben wir hier, 5 mal 10 hoch 1 und 6 mal 10 hoch 0. Das sind die Ergebnisse dieser Multiplikation und deren Aufsummation ergibt dann das Gesamtergebnis in Binärdarstellung.
Nun haben wir nicht negative ganze Zahlen gesehen, jetzt kommen wir zu den negativen ganzen Zahlen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, negative ganze Zahlen darzustellen. Und früher hat es auch auf den verschiedenen Plattformen verschiedene Darstellungsformen von negativen Zahlen gegeben. Aber im Laufe der Zeit hat sich die Zweikomplementdarstellung aus Gründen, die wir gleich kurz andeuten werden, durchgesetzt. Und in Java ist es tatsächlich auch die Vorgabe, dass man kann sich garantiert sicher sein, dass die Zahlen in zwei Komplementdarstellungen tatsächlich realisiert sind. Wie sieht das aus? Nun, wir nehmen uns wieder eine Zahl her, erstmal im Positiven, und wollen die Binärdarstellung für die entsprechende negative Zahl bekommen. Erst einmal, das ist die Binärdarstellung der positiven Zahl. Die kehren wir jetzt einfach um. Jedes einzelne Bit wird genau geändert. Das heißt also, wo hier oben eine 1 steht in der Binärdarstellung der positiven Zahl, wird als erster Schritt hier eine 0 gesetzt und dann wird noch einmal eine 1 ganz normal arithmetisch drauf addiert und das Ergebnis nach der Umkehrung, die Umkehrung heißt übrigens 1 Komplement und Addition, dann kommt das 2 Komplement raus, das ist die Binärdarstellung der negativen Zahl. Und Sie sehen hier bei positiven oder nicht negativen Zahlen hatten wir immer hier eine 0 vorneweg. Das Ergebnis ist dann, dass immer hier eine 1 vorneweg stehen wird. Zunächst einmal halten wir eine wichtige Eigenschaft der Zweikomplementdarstellung fest, nämlich wenn wir von einer Zahl ausgehen, Zweikomplementdarstellung berechnen und dann nochmal Zweikomplementdarstellung, dass dann wieder die Ausgangszahl herauskommt. Das machen wir hier. Wir haben eben für diese negative Zahl dieses Bitmuster durch Transformation der positiven Zahl mit Zweikomplement herausbekommen. Und wenden jetzt wieder denselben Algorithmus zur Zweikomplementberechnung an, nämlich alle Bits genau umdrehen und dann nochmal die 1 drauf addieren. Da bekommen wir wieder das Bitmuster heraus, mit dem wir ursprünglich gestartet sind. Und das ist, wenn man sich es genau überlegt, eigentlich auch ganz logisch, dass das so sein muss. Wir haben ja einerseits alle Bits gekippt, plus 1 ergibt negativ ein bisschen um 1 weniger. Und wenn wir wieder ins Positive herumkippen, plus 1 ergibt dann plus 1 weiter ins Positive. Es gibt nur eine einzige Besonderheit in dem ganzen System und das ist dieses Bitmuster hier, also eine führende 1 und der Rest alles Nullen. Um zu verstehen, was es damit auf sich hat, gehen wir erst einmal einen kleinen Umweg. Hier sehen Sie die größte darstellbare positive Zahl und mit 1 Komplement und 2 Komplement Berechnung bekommen Sie das Negative davon. Das ist also das Negative hier unten von der größten darstellbaren Zahl. Hier fange ich an mit der Zahl plus 1. 1 Komplement, 2 Komplement. Das ist also das Bitmuster der minus 1. Und wenn ich jetzt die größte darstellbare Zahl hernehme, das Bitmuster, und darauf die minus 1 addiere, also 1 abziehe, dann bekomme ich genau dieses Bitmuster heraus. Und das ist auch genau das Bitmuster für die kleinste darstellbare Zahl. Sie erinnern sich zum Beispiel bei Byte, die größte darstellbare Zahl ist die 127, die kleinste darstellbare Zahl ist die minus 128 und das wäre bei Byte genau die Binärdarstellung der minus 128. Wenn Sie jetzt diese Binärdarstellung von der minus 128, wenn Sie die in 2 Komplement dann versuchen wieder zu invertieren, dann bekommen Sie, können Sie leicht ausprobieren, kommen Sie genau das Bitmuster führender 1, der Rest Nullen heraus. Das heißt also, bei der minus 128 versagt der Mechanismus der 2 Komplementdarstellung, sondern die plus 128 ist eben nicht darstellbar. Was ist nun der Grund, warum sich Zweikomplementdarstellung so breit durchgesetzt hat gegenüber anderen Darstellungsformen für negative Zahlen? Zum Beispiel Einkomplementdarstellung ist auch eine Darstellungsform für negative Zahlen, ja, dass also nicht noch plus 1 drauf addiert wird auf die Zahl, um zur Zweikomplementdarstellung zu nehmen. Nun, ein gewichtiger Vorteil der Zweikomplementdarstellung ist, dass die Zahl 0 nur eine einzige Darstellung hat, nämlich das Bitmuster 0. Da Umgang mit der Zahl 0, mit dem Bitmuster 0, extrem häufig in Programmen vorkommt, vielleicht nicht unbedingt bei Ihnen im Quelltext, aber wenn das Ganze dann
in Java Bytecode oder in Maschinencode umgesetzt wird, wird dann vieles darauf projiziert, dass zum Beispiel auf größer 0, auf gleich 0, ungleich 0 und so weiter getestet wird. Und da ist es natürlich zur Vereinfachung der Hardware, um schnellere Prozessoren zu bauen, sehr, sehr wichtig, dass man nicht gezwungen ist, bei solchen Operationen dann zwei verschiedene Bitmuster auf 0, auf gleich 0 zu, also zwei verschiedene Bitmuster zu haben, die 0 sein können und eine Zahl auf Gleichheit mit 0 eben mit zwei verschiedenen Bitmustern vergleichen zu müssen. In den verschiedenen Videos haben wir uns mit ganzzahligen Datentypen befasst, aber einen Aspekt haben wir bisher ganz ausgelassen, nämlich Bitlogik. Das holen wir jetzt nach. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach und logisch, nachdem wir jetzt geklärt haben, wie die interne Zahldarstellung eigentlich aussieht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Datentyp Int her. Das sind 32 Bit. Das kann man auch auffassen als ein Array von 32 Bit, 0 bis 31. Und genau das wird unterstützt in verschiedenen Programmiersprachen, auch in Java, mit eigenen Operatoren, die nicht auf der Gesamtebene des Gesamtwertes arbeiten, sondern auf der Bit-Ebene. Hier sehen Sie einen dieser Operatoren, das einmalige einfache Kaufmannsund im Gegensatz zum doppelten Kaufmannsund, das wir ja schon gesehen haben, was das logische Und realisiert. Dieses einfache Kaufmannsund realisiert das bitweise und das heißt ganz konkret, Sie haben, unser Beispiel war Datentyp Int, Sie haben hier einen Int als ersten Operanden, hier einen zweiten Int als zweiten Operanden und diese beiden Operanden werden jetzt bitweise verundet. Das heißt also, das Ergebnis, das hier herauskommt, durch diese Verundung dieser beiden Operanden hier in diesem Teilausdruck des Gesamtausdrucks, dadurch wird bei jedem Bit, an jeder Position, in der beide Int-Werte, die eingegeben sind als Operanden, in der beide Int-Werte jeweils eine 1 haben, dort steht auch im Ergebnis eine 1. Ansonsten steht im Ergebnis in jedem anderen Fall eine 0. Hier sehen Sie noch einen zweiten Operator der Bitlogik, nämlich der Linksshift-Operator, dargestellt durch zwei Kleinerzeichen. Entsprechend zwei Größerzeichen wäre der Rechtsshift-Operator, der wäre völlig analog. Wir gucken uns hier nur den Linksshift-Operator an. Diese Zahl hier, der erste Operand des Linksshift-Operators, das ist die 1 und wir wissen schon, wie dieses Bitmuster aussieht, nämlich alles Nullen bis auf die kleinste Stelle, bis auf die Nullerstelle, dort steht eine 1. Und was der Linkshift-Operator macht, ist, um so viel wie der zweite Operand aussagt, wird das gesamte Bitmuster einfach nach links verschoben. Also wenn hier zum Beispiel bei Position eine 3 steht, dann steht die 1 nicht mehr an der Nullerstelle, sondern an der Dreierstelle. Alle Nullen vorneweg sind dann, wenn sie rausrutschen aus dem Int-Wert, gehen verloren. Und von rechts wird mit Nullen aufgefüllt. Das heißt also, 1 Linksshift-Operator 3 wäre das Bitmuster von 2 hoch 3 von 8. Und was wir hier also auf ungleich 0 testen, ist, hier haben wir an dieser Position hier, die durch Position angegeben wird, haben wir eine 1 und überall sonst sind es Nullen. Schauen wir uns gleich auf der nächsten Folie nochmal bildlich an. Das heißt also, wenn ich jetzt hier bitweise verunde, an einer Stelle steht hier eine 1, da kommt das Bit heraus im Ergebnis, das hier steht. Wenn hier eine 1 steht, kommt eine 1 heraus. Wenn hier eine 0 steht, kommt eine 0 heraus. Und an allen anderen Positionen steht hier im rechten Operator vom bitweisen Und eine 0. Das heißt, da wird auf jeden Fall im Ergebnis eine 0 herauskommen. Das heißt, wir testen effektiv hier ab durch ungleich 0, ob in diesem ersten, dem linken Operanden vom bitweisen Und an der Position, die hier durch Position angegeben wird, ob da eine 1 steht oder nicht. Wenn da eine 1 steht, ist ungleich 0 true, dann wird eben true herausgeliefert, sonst eben false. Wie eben angekündigt, sehen Sie hier nochmal bildlich den bitlogischen Ausdruck, den wir eben analysiert haben auf der vorangegangenen Folie. Das hier ist die Zahl 1 in Binärdarstellung. Alles Nullen bis auf die letzte, die Nuller-Stelle. Und durch Position, durch Anwendung des Linkshift-Operators, wird diese 1 um entsprechend viele Bits nach links bewegt.
Hier die führenden Nullen, die werden hier rausgeschoben, die gehen verloren und von rechts wird mit Nullen aufgefüllt. Das ist die eingegebene Zahl. Da habe ich jetzt nur beispielhaft mal ein paar Nullen und ein paar Einsen reingesetzt, einfach nur zur Illustration. Es geht um das Bit, das an derselben Position ist wie jetzt hier die 1 nach dem Linksshift. Da steht eine 0 oder eine 1 und Sie sehen schon, wenn jetzt der erste Operand der Verundung hier mit dem zweiten Operand der Verundung verknüpft werden, an dieser Stelle, wo die 1 steht, ja, da steht dasselbe Bit wie vorher, eine 1 oder eine 0. Und überall woanders steht ja beim zweiten Operanden der Verundung eine 0. Das heißt, egal was hier beim ersten Operanden der Verundung steht, es kommen nur Nullen heraus. Das Gesamtergebnis ist ungleich 0, genau dann, wenn dieses Bit ungleich 0 ist. Und das ist genau dann der Fall, wenn das Bit schon von vornherein in der Eingabe ungleich 0 war. Im ersten Beispiel für Bitlogik haben wir gesehen, wie man abtesten kann, ob ein einzelnes Bit gleich 1 oder gleich 0 ist, ob es gesetzt oder gelöscht ist. Das ist auch eine Redeweise in dem Zusammenhang. Jetzt sehen wir uns zwei Beispiele noch an, zwei Methoden, mit denen man einerseits ein bestimmtes Bit an einer bestimmten Position setzen kann. Das ist dieses erste Beispiel. Und das zweite Beispiel dann, wie man es löschen kann. Und zwar unabhängig davon, welcher Wert vorher war. Also hier bei SetBit, an dieser Position, die im zweiten Parameter angegeben wird, soll bei der Rückgabe, bei dem rückgegebenen Int-Wert, soll an dieser Position eine 1 stehen. Unabhängig davon, ob an dieser Position bei der Eingabe eine 1 oder eine 0 steht. Und also Sie sehen, das ist schon relativ ähnlich. Wir werden es auch gleich wieder im Diagramm sehen. Hier, das kennen wir schon, das Bitmuster, das eine 1 an dieser Position hat und ansonsten alles Nullen. Und Sie sehen jetzt hier einen weiteren Operator. Können Sie sich denken, was das ist? Das ist jetzt die bitweise Veroderung. Und zwar auch hier wieder inklusiv oder. Das heißt also, an dieser Stelle hier, wo hier eine 1 steht, wird durch diese Veroderung garantiert auch eine 1 im Ergebnis sein. Bei allen anderen Stellen ist es so, wenn da eine 0 steht, weil hier ja auch eine 0 steht, wird im Ergebnis eine 0 sein. Und wenn hier eine 1 steht, weil hier eine 0 steht und weil es Veroderung ist, wird im Endergebnis eine 1 sein. Das heißt also, alle Bits an allen Positionen außer dieser werden dieselben Bits sein, gesetzt oder gelöscht, wie in der Eingabe Bitarray. Und an dieser einen Stelle wird, weil hier eine 1 steht, durch die Veroderung garantiert eine 1 stehen. Wie angekündigt, hier das Diagramm für die Methode SetBit. Hier wieder durch den Linkshift-Operator die 1 an die Position gebracht, wie das die Eingabe Position aussagt. Und das ist die eigentliche Eingabe Bitarray. Hier ist auch wieder entweder eine 0 oder eine 1 und ansonsten halt irgendwelche Nullen und irgendwelche Einsen. Und da es jetzt um Veroderung geht, ja überall wo hier eine 0 steht, im zweiten Operanden der Veroderung, da steht natürlich genau dasselbe Bit wie hier im ersten Operanden. Ja, wenn auch eine 0 steht, dann kommt eben eine 0 raus. Wenn hier eine 1 steht, durch Veroderung kommt eben eine 1 raus. Und in dieser einen Position hier, Veroderung mit 1 ergibt immer eine 1. Also hier kommt, egal was hier vorher stand, kommt immer eine 1 dabei heraus. Nun, wie angekündigt, der dritte Fall, nämlich ein einzelnes Bit an einer bestimmten Position nicht zu setzen, wie eben, sondern zu löschen, das heißt auf 0 zu setzen. Im Englischen verwendet man da typischerweise das Verb to unset, deshalb also Methode unsetBit. Und Sie sehen hier wieder die Eingabe, wird wieder verundet, aber mit einem etwas anderen Wert. Sie sehen hier wieder das, was wir schon kennen. Das Ergebnis von diesem Linkshift-Operator ist, dass eine 1 an der Position steht, die durch Position angegeben ist und überall sonst ist im Bitmuster 0. Dieses Tildezeichen, das ist auch ein Operator, ein unärer Operator, ein Präfixoperator, das heißt, wird seinem Operanden vorangestellt und der berechnet das Einer-Komplement seines Operanden. Also das, was wir eben gesehen haben, jedes einzelne Bit wird durch sein umgekehrtes Bit ersetzt. Das heißt also ganz konkret hier, der zweite Operand der Verundung sieht so aus. Also ursprünglich vor der
vor der Eigenkomplementberechnung eine 1 an einer Position, ansonsten alles Nullen. Und durch Eigenkomplementrechnung dann eben an genau dieser Position eine 0, sonst überall Einsen. Und wenn wir jetzt mit einer 1 verunden an einer Position, dann kommt das Ergebnis raus, dass sie hier sowieso schon ist. Und an der Position, wo hier dann im zweiten Operanden eine 0 steht, da kommt dann automatisch in dieser Position im Endergebnis eine 0 heraus. Verundung mit 0 ergibt immer 0, unabhängig davon, was im Bitarray in dieser Eingabe eigentlich vorher dran stand, eine 1 oder eine 0. Hier jetzt wieder das Diagramm dazu. Sie sehen hier das Ergebnis der Einerkomplementbildung. Ursprünglich durch den Linksshift stand hier, wo jetzt eine 0 steht, eine 1 und überall sonst standen Nullen, jetzt eben genau Einerkomplementdarstellung, alle Bits gedreht. Und wenn wir das jetzt mit der Eingabe verunden, überall da, wo eine 1 steht, kommt dasselbe Bit heraus, wie wir hier im ersten Operanden der Verundung hineingegeben haben. Und hier, wo eine 0 steht, Verundung mit 0 gibt garantiert eine 0. Dieses Bit an dieser Position ist in der Ausgabe gelöscht. Damit sind wir durch mit ganzzahligen primitiven Datentypen. Jetzt kommen wir also zu den gebrochenzahligen. Haben wir auch schon mal alles in einem früheren Video uns genauer angeschaut. Dort haben wir uns auch angeschaut, wie das mit der Bitzahl ist, mit den maximalen Werten, die erreichbar sind, plus minus. Und wir haben auch die Genauigkeit diskutiert. Brauchen wir jetzt hier nicht alles zu wiederholen, können Sie alles nachlesen bzw. nachschauen, nachhören. Wir haben auch schon Literale diskutiert, die verschiedenen Formen wie Literale aussehen können. Uns interessiert jetzt vor allem die wissenschaftliche Notation. Nochmal zur Erinnerung, das hier zum Beispiel bedeutet plus 1,2 mal 10 mal 10 hoch minus 34 bzw. minus 1,2 mal 10 hoch plus 34. Das ist jetzt wichtig, diese Vorstellung zu behalten, weil auf dieser Logik prinzipiell, natürlich nicht im Dezimalsystem, sondern im Binärsystem, aber auf dieser Logik prinzipiell basiert die Zahldarstellung von gebrochenen Zahlen in beiden Datentypen, in Float und in Double. Wir haben in einem solchen Literal in dieser Form ein Vorzeichen, hier plus oder minus, eine Basis, das ist die 10 in dem Fall, wird natürlich jetzt bei der internen Zahldarstellung nicht die 10, sondern die 2 sein. Der Begriff Mantisse wird uns jetzt verfolgen. Das ist das, was hier vorne steht, also was noch nicht mit der Größenordnung verrechnet ist. Die Größenordnung, das ist eben der Exponent hier. Für gebrochenzahlige Datentypen gibt es einen weltweit einheitlichen Standard mit dem Namen IEEE 754. IEEE ist eine internationale Fachgesellschaft für Elektrotechnik und Informatik, die viele Aufgaben übernimmt, unter anderem eben auch Standardisierungen. So ziemlich eigentlich alle modernen Plattformen, Hardware-Plattformen realisieren diesen Standard, also stellen gebrochenzahlige Datentypen nach diesem Standard dar. Und bei Java hat man sich dafür entschieden, dass man grundsätzlich aus Sicht des Programmierers diesen Standard realisiert, egal ob die darunterliegende Hardware-Plattform diesen Standard realisiert oder nicht. Wir werden jetzt über mehrere Folien hinweg immer tiefer in diesen Standard einsteigen. Beginnen erst einmal mit einem einfachen Erkenntnis, nämlich eines der Bits ist reserviert für das Vorzeichen. 1 bedeutet negativ, 0 bedeutet positiv. Und wie das mit der Zahl 0 aussieht, das werden wir dann auch noch sehen. Und was diese normalisierte Binärdarstellung bedeutet, das werden wir dann jetzt auch weiter erarbeiten. Wir hatten eben allgemein Mantisse und Exponent. Basis, dafür brauchen wir nichts abzuspeichern, weil die Basis immer 2, brauchen wir nicht irgendwie intern zu realisieren. Hier sehen Sie jetzt die Aufteilung, wie viele Bits bei den beiden Datentypen jeweils für die Mantisse und für den Exponenten reserviert sind. Wir kommen jetzt zur normalisierten Binärdarstellung von Exponent und Mantisse. Wir nehmen uns dafür wieder eine beispielhafte Zahl her, zum Beispiel die hier, die wir natürlich auch so schreiben können. Die können wir jetzt umwandeln in eine Binärdarstellung, immer noch ganze Zahl. Und was wir jetzt als erstes machen, ist, sie so in wissenschaftlichen Notationen jetzt in Zweierpotenz, in Binärdarstellung, also diese 1,0 ist auch eine 2,
umzuwandeln, so dass hier der Dezimalpunkt, also genau eine Vorkommastelle mit einer 1 ist und alle anderen Stellen sind Nachkommastellen, entsprechend natürlich der Exponent hier angepasst. Hier oben sehen Sie nochmal, was Sie eben auf der letzten Folie ganz unten gesehen haben, jetzt als Ausgangspunkt auf dieser Folie, die Darstellung der beispielhaften Zahl so, dass genau eine 1 vor dem Dezimalpunkt ist und alle anderen Stellen sind Nachkommastellen und entsprechend der Exponent hier angepasst. So, daraus berechnen wir jetzt hier ganz einfach die Mantisse. Wenn wir das in diese Form normalisiert haben, dass wir immer wissen, dass hier vorne eine 1 steht, ja, egal welche Zahl wir eingegeben haben, wir wissen nach dieser Operation, in diesem Zwischenergebnis steht hier vorne eine 1, dann können wir diese 1 vor dem Dezimalpunkt auch weglassen. Das haben wir hier gemacht. Es werden also nur die nach Kommastellen. Ich schwanke hier ein bisschen zwischen deutscher und englischer Redeweise. Bitte um Nachsicht. Dann werden nur die hier dargestellt. Und jetzt unterscheiden wir hier zwischen Float und Double. Bei Float haben wir gesehen, ist die Mantisse nur 23 Bit lang. Das Ergebnis hier, die Nachkommastellen sind 24 Bit, also wird das letzte abgeschnitten. Nur die 23 Bit hier Nachkommastellen. Die ersten 23 Bit werden hier dargestellt, beziehungsweise bei Double, da haben wir ja deutlich mehr Bit zur Verfügung. Da werden die entsprechenden Bit, die hier nicht herkommen, dann mit Nullen aufgefüllt. Hier sehen Sie jetzt nochmal das Zwischenergebnis, also die Darstellung der eingegebenen Zahl in Binärdarstellung, sodass genau eine 1 vor dem Dezimalpunkt ist, alle anderen Stellen dahinter entsprechend der Exponent angepasst. Man hat sich dafür entschieden, in der Darstellung des Exponenten keine negativen Exponenten zuzulassen, also keine negativen Zahlen zur Darstellung von Exponenten, sollte ich genau sagen. Und das lässt sich dadurch erreichen, dass eine entsprechende Zahl drauf addiert wird. Bei Float, da hatten wir ja gesehen, 8 Bits sind reserviert für den Exponenten. Und wenn wir dann hier, Sie erinnern sich, 2 hoch 7 ist 128. Wenn wir da die 127 drauf addieren, beziehungsweise analog dann für Double die 1023, dann bekommen wir die Darstellung her. Einerseits des Exponenten, einerseits in Float und andererseits in Double. Also der kleinstmögliche Exponent das ist dann ein Negativexponent, dafür werden wir gleich noch ein Beispiel sehen, hat dann Bitmuster alles ganz 0. Der größtmögliche Exponent hat Bitmuster alles ganz 1. Und eine 1 nur mit Nullen folgend jeweils ist dann entweder Exponent 0 oder Exponent 1, müsste man genau schauen, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Hier nun ein Beispiel mit einem negativen Exponenten. Wir machen wieder dieselbe Umrechnung in die Darstellung, dass wir hier in der Mantisse eine 1 vor dem Dezimalpunkt haben, alle anderen Stellen der Mantisse danach, entsprechend den Exponenten angepasst. Das ist dann natürlich hier ein negativer Exponent. Die Mantisse wird wieder genauso berechnet wie eben, also diese führende 1 vor dem Dezimalpunkt, die wird einfach rausgestrichen, weil wir ja wissen, dass es immer eine 1 ist. Nur die Stellen danach kommen in die Mantisse hinein und wenn das mehr Stellen sind, als die Mantisse fassen kann, dann wird eben hinten abgeschnitten und wenn es weniger Stellen sind, als die Mantisse fassen kann, dann wird hinten mit Nullen aufgefüllt. Beim Exponenten machen wir auch dieselbe Operation wie eben. Addieren die 127 bzw. die 1023 drauf und erhalten dann für Datentyp Float diesen Exponenten bzw. für Double diesen Exponenten und weil der Exponent negativ war, steht jetzt hier jeweils eine 0 vorneweg. Bei der Definition der gebrochenzahligen Datentypen hat man sich zu einem Schritt durchgerungen, zu dem man sich bei den ganzzahligen Datentypen nicht durchgerungen hat, nämlich auch unmögliche Zahlen mit in dem jeweiligen Datentyp zu repräsentieren. Unmögliche Zahlen, das sind zunächst einmal natürlich plus unendlich und minus unendlich, aber auch Zahlen, die sich weder als plus unendlich noch als minus unendlich sinnvoll interpretieren lassen. Zum Beispiel unendlich minus unendlich, dafür gibt es dann den unmöglichen Wert NaN, not a number. Wie wird das jetzt in den Datentypen repräsentiert? Dafür ist der höchstmögliche Exponent, also Bitmuster alles gleich 1, reserviert.
Und je nach konkreter Situation, wie es in der Mantisse aussieht und wie es im Vorzeichen aussieht, ist der Wert bei diesem Exponenten dann zu interpretieren als plus unendlich oder als minus unendlich oder wenn die Mantisse nicht 0 ist, dann eben als NaN. Wir haben auch schon in einem anderen Video gesehen, dass plus unendlich, minus unendlich und NaN dann auch als Klassenkonstanten des Wrapper-Typs jeweils schon vordefiniert sind. Max-Value, bei Min-Value nochmal zur Erinnerung, damit das nicht verloren geht. Die Bedeutung von Min-Value ist hier bei gebrochenzahligen Datentypen eine völlig andere als bei ganzzahligen Datentypen. Ja, bei gebrochenzahligen Datentypen sind der maximale und der minimale darstellbare Wert betragsmäßig identisch. Der eine ist das Negative vom anderen. Deshalb hat man sich hier entschieden, in Min-Value einen anderen Wert zu speichern, nämlich die kleinste positive darstellbare Zahl, also die kleinste Zahl, die größer 0 ist, aber darstellbar in dem Datentyp Double bzw. Float. Zum Abschluss dieses Videos nochmal eine Folie, die wir auch schon in einem anderen Video gesehen haben. Nochmal zusammengefasst die Probleme, die sich daraus ergeben, dass wir mathematisch korrekt eigentlich mit rationalen oder reellen Zahlen rechnen würden. Das heißt also mit beliebig viel, mit unendlich vielen Stellen. Oft genug müssen wir ja, um wirklich exakt zu rechnen, müssten wir mit unendlich vielen Stellen rechnen. Das können wir hier natürlich nicht mit Datentypen wie Double oder Float. Daraus ergeben sich dann eben die Probleme mit Ungenauigkeiten. Umkehrrechnungen hatten wir schon betrachtet. Wenn ich die Zahl 5 beispielsweise davon die Wurzel nehme und das Ergebnis wieder quadriere, kommt nicht exakt die Zahl 5 heraus, sondern eine Zahl, die sehr nah dran ist. Und wenn ich diese beiden Operationen immer wieder wiederhole, Wurzel ziehen, quadrieren, Wurzel ziehen, quadrieren, wird sich das Ergebnis immer weiter weg von der 5 bewegen. Dann haben wir hier zum Beispiel die Problematiken bei Addition und Subtraktion. Division hat auch eine Problematik. Und zwei Zahlen, die mathematisch gleich sein müssten. Ja, zum Beispiel die 5 einerseits und das Ergebnis von Wurzel ziehen und dann wieder quadrieren andererseits. Die sind eben nicht unbedingt immer tatsächlich in Double oder in Float gleich. Das heißt also, wir können nicht den normalen Test auf Gleichheit typischerweise anwenden. Nur in ganz seltenen Fällen sollte man bei gebrochenzahligen Datentypen Operator gleich verwenden, sondern ein als Test den Absolutfehler oder den Relativfehler einschränken. Also die Differenz der beiden Werte kleiner als ein Epsilon, zum Beispiel 10 hoch minus 6 oder relativer Fehler, diesen Absolutfehler nochmal geteilt durch die Größenordnung der beiden Werte, also durch 5 in diesem Fall. Aber das geht über die FOP hinaus. Davon werden Sie mehr erfahren in Lehrveranstaltungen über numerische Mathematik.